Ich darf den Abgeordneten Racker fragen. Er hat jetzt 2 Minuten noch Zeit, seine Rede zu beginnen. In 1:30, dann sage ich herzlichen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Ministerin, liebe Kollegen, ich halte es für einen Abwägungsprozess und wir werden uns das sehr genau im Ausschuss anschauen müssen. Nämlich einerseits, es ist mir klar aus der Praxis, wenn wir uns die Bestimmungen des 187 ZPO fortfolgend anschauen, dann ist es klar, dass wir hier Zusammenlegungen von einzelnen Parteien, wie auch immer, auf der Klags- oder beklagten Seite vonstatten gehen können. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein großes Risiko, hier nicht Massenverfahren anzustrengen, die letztendlich dazu führen, dass wir hier eine unausgeglichenen Vorgehensweise bzw. im Bereich des Gerichtes hier einen ausgeglichenen Zugang haben. Daher bin ich absolut der Überzeugung, dass wir dieses Gruppenverfahren durchaus brauchen. Wir es aber auch in der Regelungsinhalt genauestens anschauen müssen, sodass es nicht zu einer überbordenden, einseitigen Klärung der Mächtigeren, die in einem Gerichtssaal mittlerweile auftreten, kommen kann. Daher, wir haben viele Instrumente gesetzt und wir haben früher auch schon über das Gerichtsverfahren, nämlich über die Gerichtsgebühren gesprochen. Wir verändern leicht in Österreich jetzt mittlerweile die Lage, dass eigentlich der wirtschaftlich Stärkere agiert und der wirtschaftlich Schwächere unterliegt, weil er auch die finanziellen Mittel dazu nicht mehr hat. Daher glaube ich, dass dieses Gruppenverfahren eigentlich ein notwendiges Instrument ist. Wie es aber rechtlich, inhaltlich ausgestaltet sein wird, das, glaube ich, sollte man im Ausschuss intensiv diskutieren und darüber dementsprechend auch eine rechtliche Regelung vollziehen. Danke. Dankeschön. Zum Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen und ich weise den Antrag 96a dem Justizausschuss zu.